Zwei Ansätze. Das eine sind jetzt Benutzeraufträge, das heißt, das sind also punktuelle Wünsche. Das ist die eine Schiene, die aber den kleineren Anteil ausmacht. Der größere Anteil ist eben so ein Programm, das wir selber durchführen, systematisch Bestandsgruppen auswählen. Ich nenne es erstmal noch immer noch Digitalisierungswerkstatt. Es soll mal ein Digitalisierungszentrum werden. Und im Moment sind wir besetzt mit 2,5 Vollzeitkräften. Im Behördendeutsch VZE genannt, Vollzeitäquivalente, und 2 studentischen Hilfskräften. Da kann ich sagen, wir haben im letzten Jahr etwa 80.000 Bilddateien erzeugt. Und das sind keine kleinen Dateien, die wir machen. Ein Programm, das wir selber durchführen, systematisch Bestandsgruppen auswählen, und zwar Altbestände, eben besonders wertvolle und interessante und seltene Sachen, und die systematisch durchgehen. Da gibt es mehrere Bestandsgruppen. Das sind einmal Handschriften, das zweite sind alte Drucke und da wiederum als erstes Inkunabeln, also die Frühdrucke vor 1500. Und wir haben eben auch so ein Tresor, nennt man das. Das ist nochmal so ein besonders geschützter Bereich hinter einer dicken Stahltür. Und da liegen eben auch einige Drucke und Handschriften, also die ganz kostbaren, berühmten mittelalterlichen Handschriften, also vor allen Dingen Bibelhandschriften, und dann eben auch einige dieser Inkunabeln und Erstausgaben, zum Beispiel unsere Gutenberg-Bibel und ähnliche Stücke, die vielleicht weniger bekannt sind, aber auch sehr selten sind. Die Probleme gibt es einmal dadurch, dass manche Werke technisch nicht digitalisierbar sind, zumindest mit den jetzigen Möglichkeiten, zum Beispiel dadurch, dass sie sehr eng gebunden sind. Also einen Einband haben, noch einen originalen Einband, den man natürlich jetzt nicht zerschneiden kann oder irgendwie auflösen kann. Und zum Beispiel einen sehr engen Bundsteg. Das heißt, dass also man mit der Kamera nicht den gesamten Text aufnehmen kann, also nur mit einem Textverlust sozusagen digitalisieren könnte. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Band haben, ein Buch, es ist ja kein gedrucktes Buch, aber immerhin, ich nenne es Buch, was Sie vielleicht nur so weit öffnen können, ja? Wenn Sie einen Öffnungswinkel von 20 Grad haben, wie wollen Sie da mit einer Kamera oder einem Scanner rein? Das ist ein Problem, ist zum Beispiel der Fall bei vielen kleinen Bibeldrucken aus dem 16. Jahrhundert. Die haben dann oft noch so Parallelstellen am Rand stehen, die also bis ganz in den Rand hineingehen. Und da muss man eben entscheiden, ob man die jetzt digitalisiert mit diesem Textverlust, was wir normalerweise nicht machen. Manche andere machen das aber. Wenn Sie ein neumodisches Taschenbuch nehmen, dann machen Sie plopp und legen es auf den Flachbettscanner. Das kann man natürlich mit wertvoll gebundenen alten Handschriften und Drucken nicht machen. Also setzt einfach die Buchtechnik der Fototechnik manchmal Grenzen. Da sagt die Restauratorin, geht nicht, das können wir nicht weiter aufklappen, dürft ihr nicht machen. Dass zum Beispiel entschieden wird, ja, das machen wir jetzt mit der Kamera oder das machen wir mit dem Scanner. Der Scanner hat eine Lichtzeile, die mit sehr wenig Licht, aber relativ lange über die ganze Seite wandert. Das können wir uns nachher in der Werkstatt gut ansehen. Und die Kamera hat ein kurzes, aber heftiges Licht, was früher durch Blitzlicht noch stattfand, was natürlich enorm schädigend war, was heute aber durch moderne Leuchttechnik, zum Beispiel auch LED-Technik, auf jeden Fall aber Kaltlichttechnik, wesentlich schonender geworden ist. Dann gibt es noch zusätzliche Materialien, die man manchmal einsetzen muss, um Seiten zum Beispiel zu beschweren, die von sich aus, weil das Buch so gebunden ist, die Tendenz haben, wieder zurückzuklappen. Da arbeitet man mit kleinen Sandsäckchen, mit Bleischnüren. Seiten, die man absolut nicht niederhalten kann, die werden mit einem bionischen Finger niedergehalten. Das ist ein transparenter Plexiglasstab, den man hinterher auf der Aufnahme kaum sieht, oder auch Münchner Finger genannt, dass sie einfach ohne ihren Hautschweiß auf die mittelalterliche Handschrift zu geben, eine Seite platt drücken können und niederhalten können. Also es gibt verschiedene Vorrichtungen, verschiedene Kameratechniken, verschiedene Hilfsmittel,
alles, um eben die Belastung für das zu digitalisierende Objekt möglichst gering zu halten. Denn Digitalisierung kann man nie als einzelnen rein technischen Vorgang sehen, sondern das ist eingebettet in einen sogenannten Workflow oder in eine Prozesssteuerung. Und wir haben uns vor 4 Jahren für eine Workflow-Software entschieden, die heißt Gobi und ist eine Open-Source-Entwicklung aus Göttingen. Diese Workflow-Software hat die Aufgabe, die einzelnen Prozessschritte maschinell unterstützt zu koordinieren und ablaufen zu lassen. Und das beginnt mit der bibliothekarischen Vorbereitung eines zu digitalisierenden Stücks. Wenn der Schritt abgeschlossen ist im Workflow, gibt der Bearbeiter das per Software an die nächste Station weiter. Die sieht es in ihrer, je nach ihrer Rolle, sieht sie es bei meiner Aufgaben neu. Zum Beispiel nach der bibliothekarischen Vorbereitung kommt die eigentliche Digitalisierung in der Werkstatt. Da sind unsere Scan-Damen und die sehen, aha, ich habe einen Eingang, ein neues Stück zu digitalisieren. Dann führen die den Schritt aus, da werden gleichzeitig die Bilder in bestimmten vorgegebenen Konventionen automatisch vom System her, werden die Bilddateien benannt, in vorgegebene Ordnerstrukturen abgelegt und der Schritt wird wiederum abgeschlossen und geht weiter an die nächste Station. Das ist dann in diesem Fall die Qualitätskontrolle. Dass man also schnell und leicht diese Dinge aufsuchen kann, von zu Hause aus. Der Forscher, aber nicht nur der Forscher, sondern auch jeder Normalbürger, zu bestimmten Themen Schriften finden kann, die Quellen unmittelbar zugänglich sind und natürlich auch ähnlich, wie man es früher hatte, dass man eben Werke wieder praktisch neu herausgebracht hat in einer neuen Ausgabe. Also man jetzt hier sagt, indem man es digital anbietet, bestimmte Texte, man bestimmte Quellen, man wieder darauf stößt, also eben bestimmte Themen, bestimmte Autoren. Wir haben vor 2 Jahren die Hölderlin-Handschriften digitalisiert. Ich glaube, 95% aller Originalhandschriften von Hölderlin besitzt. Und Hölderlin ist ein Forschungsgegenstand par excellence für die Asiaten. Ich weiß nicht warum, aber wir haben immer in unserem Hölderlin-Archiv chinesische oder japanische Gastwissenschaftler gehabt. Die müssen jetzt nicht mehr herkommen, ne? Sie können mit diesem Original-Digitalisat im Internet arbeiten. Und die Qualität ist so gut, dass sie manchmal sogar noch mehr sehen, als wenn sie das Objekt selbst in der Hand hätten. Da müssten Sie eine Lupe nehmen. Und wenn Sie sich vorstellen, in einem Gedichtentwurf kann man darüber diskutieren, ist dieser Punkt, ist das ein Fleck im Papier, ist das ein Fliegenschiss oder ist das vielleicht ein Komma, was der Dichter gesetzt hat? Ne? Kann ja den ganzen Sinn verändern. Und das können Sie ohne weiteres aus diesen qualitativ hochwertigen Digitalisaten rauskriegen. Das begeistert mich wirklich selbst jedes Mal, ja, wie gut die Sachen sind. Und das hat dann schon Forschungsrelevanz. Ne?